Also ich habe überlegt und wie gesagt, damals war ich 29. Das heißt, in diesem Jahr werde ich, im nächsten Monat werde ich 49 und meine Tochter war 4 Jahre alt. Und da ich aber auch wirklich 16 Jahre lang auch bei dem Verein Sinhong gemeinsam unter einem Dach gearbeitet habe, so ist es, diese Ereignisse ist ja nicht für mich jetzt so ganz spontan gekommen, sondern hat mich natürlich schon seit 16, 18 Jahren schon immer begleitet und eigentlich sogar bis heute, bis heutige Zeit. Und ich musste natürlich auch immer so aufkramen und teilweise auch die Interviews, die ich selber damals abgegeben habe, aber auch die Filme, die existieren, wie Die Wahrheit liegt in Rostock. Und dann dachte ich immer, mit den Jahren werde ich ruhiger, aber es ist halt einfach nicht. Das wird einfach nur heftiger, weil jetzt kann ich viel mehr verarbeiten und ich merke auch gleichzeitig, dass es mich total aufwühlt, die Ereignisse nochmal vor 20 Jahren vor Augen zu halten. Und manchmal konnte ich einfach nicht aushalten, weil mich einfach emotional total gepackt hat. Das waren ganz, 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 ganz viele Ereignisse. Ich bin 1981 in die ehemaligen DDR, also sozusagen geschickt worden von der vietnamesischen Regierung, um zu arbeiten. Das heißt, ich war sozusagen Vertragsarbeiterin. Ich hatte 4 Jahre Arbeitsvertrag in der Tasche und musste, sollte eigentlich nach 4 Jahren schon zurückkehren. Nach 4 Jahren hatte ich aber dann einen Facharbeiterabschluss in der Tasche. Ich habe im Überseehafen Rostock ja gearbeitet. Dann hat der Betrieb uns gefragt, ob wir denn doch länger bleiben wollen. Und für mich war das so, ich war damals 22 und habe gesagt, oh, das ist ganz toll, weil noch 2 Jahre und mit 24 kann ich immer noch in Vietnam völlig neu starten. Und so war also der Grund für mich, länger zu bleiben. Und ich durfte gerade nach 4 Jahren endlich denn zum ersten Mal nach Vietnam fliegen. Und ich denke, nachhinein, die Entscheidung, für immer in Deutschland zu bleiben, hat mit der Aufenthaltszeit in Vietnam ganz schön doll beeinflusst. Weil ich glaube, als ich zurückkam, ich hätte es, wie gesagt, nach 2 Jahren gehabt zu arbeiten. Aber irgendwie habe ich schon mal geguckt und habe gesagt, ja, eigentlich, wenn es die Möglichkeit geben könnte, dann würde ich für immer hier bleiben, weil ich wollte nicht mehr zurück nach Vietnam. Dann habe ich eine Tochter. Ich habe einen deutschen Mann geheiratet. Weder den deutschen Mann wollte meine Eltern akzeptieren, noch. Also meine Tochter musste ich dann auch also vor der Ehe also auch schon bekommen, weil ansonsten durfte ich ja nicht bleiben. Dann gab es Funkstille mit meinen Eltern. Und ich habe aber dann irgendwann, als das Kind kam, dann haben sie mir das Ja-Wort ja gegeben. Also wie gesagt, ich war damals, wie gesagt, 24, 25, Mutter geworden. Und um zu heiraten, verlangt aber sowohl die vietnamesische Regierung, aber auch die deutsche Seite das Ja-Wort von meinen Eltern. Ansonsten durfte ich nicht heiraten. Dann bin ich zwar verheiratet und habe sozusagen meine Lebensmittelpunkt hier in Deutschland also verlegt. Und die Beziehung aber zu meinen Eltern war natürlich dann schon, ja, da war, ich habe fast 3 Jahre lang nicht mit dem gesprochen, weil ich natürlich sauer war, dass sie mir also mein privates Glück nicht erlaubt haben, ja. Das bedeutet, 92, mein Mann, der war kurz vor der Wende, also mittlerweile mein ehemaliger Mann, kurz vor der Wende ist er nach Westdeutschland gegangen und hat gesagt, hey Fuhrung, das ist Untergang der DDR. Ich gehe und ich hole euch nach. Meine Jasmin und meine Tochter. Wir saßen zu Hause und haben gewartet und irgendwann kam der aber zurück. Er hat dann auch in Hamburg jahrelang gearbeitet, kam zurück und hat gesagt, Fuhrung, als Ostdeutsche kannst du drüben nicht warm werden. Ich will hier in Rostock in der Gastronomie eine Gaststätte aufmachen. Und so hat er eine Gaststätte aufgemacht. Das ist in der Nähe von Rostock. Das ist auch so ein Campingplatz. Ja, und so war ich dann in der Zeit. Ich habe zwar nicht mehr im Überseehafen gearbeitet, sondern in einem Kindergarten, Gartenstätte, der zum Senat, also Rostock gehört.
Und abends dann bin ich immer dahin gefahren zu der Gaststätte und habe meinem Mann noch mitgeholfen, also geholfen. Für mich war das so schlimm. Ja, das ist, muss ich so weit ausholen, weil ich war ja ein Kriegskind. Ich habe Vietnam und auch so die Kriegs, wo die Amerikaner bei uns ausgeübt haben, habe ich ja als Kind miterlebt. Natürlich habe ich keine direkten, echten Amerikaner gesehen, ein Glück. Aber was ich gesehen habe, das sind die Bomben, die Amerikaner also direkt vom Himmel so runterwerfen. Aber auch ich kannte dieses wieder weglaufen, wieder neuen Versteck, neue Sicherheit zu finden. Dann, das ist eine Sache. Dann ist das alles mit dem 92 zu tun. Wie gesagt, ich hatte in der Zeit, ja, das Wort, ich glaube, ich habe in der Zeit die vietnamesische Kultur abgelegt. Ich wollte einfach leugnen, weil ich sage, okay, du hast jetzt neue Familie und jetzt Deutschland und dein deutscher Mann und deine deutsche Familie ist jetzt deine, ja. Dann, ich wollte hier bleiben, ich bin Mutter geworden und dann kam dieser Brandanschlag und genau in dem Haus, wo ich 10 Jahre lang dort auch gelebt habe. Das heißt, obwohl in der Zeit wohnte ich ja gegenüber diesem Stadtteil, also im Großklein, bei meinem Mann, also mit meiner Tochter, wir hatten ja dann schon eine eigene Wohnung, weil wir nun mal nur verheiratet sind. Und ich bin aber noch fast jeden Tag immer noch rübergegangen, weil meine Landsleute dort wohnen. Und ich habe Freundinnen, Freunde. Und manchmal treffen wir uns und haben zusammen gekocht oder nur das Unterhalt oder die Kinder, um mit den Kindern, an den Kindern irgendwie so in Gespräch zu kommen. Ja, und dann kamen dann halt diese Ereignisse. In dem Moment war das für mich nur, der Krieg hat mich wieder eingeholt. Dann ein zweiter, sie wollen dich hier raus haben. Du hast dich aber für hier entschieden. Du willst mit Vietnam, in der Zeit, wo ich mit Vietnam nicht mehr zu tun habe. Und ich will es nie vergleichen wollen. Ich denke, ich habe so ein riesengroßes Glück, dass ich nicht in diesem brennenden Haus war. Aber auf der anderen Seite muss ich mich mit völlig anderen Fragen beschäftigen. Was ist denn, wenn sie dich wirklich hier? So, Deutschland den Deutschen raus, Ausländer raus. Also wohin, ja? In dem Aufgang Achtzehn, also wo später, das ist diese ZAST, zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende, da habe ich in der 11. Etage gewohnt, mit weiteren 4 vietnamesischen Frauen. Da haben wir jahrelang dort gewohnt und haben das Zimmer zusammen, also diese Wohnung zusammen geteilt. Wir haben zwar ein Wohnzimmer, aber auch im Wohnzimmer hat eine Frau von uns geschlafen, weil so viel Zimmer haben wir, ein separates Zimmer haben wir einfach nicht. Das Wohnheim, ich weiß noch, als wir ankamen, 81, da habe ich noch gedacht, ich bin jetzt in Paradies gekommen. Das ist mittendrin in diesem neuen Viertel, also Lichtenhagen, und rang einfach dieses Hochhaus, sehr modern, und da durften wir drinnen wohnen. Später, ich dann beim Weitererzählen, so, wo die Leute sogar sagen, und was, so unter solchen Bedingungen habt ihr gelebt? Und ich habe gedacht, nee, für uns damals nicht. Direkt aus Vietnam hierher, das war für mich so viel Komfort, so viel ja, schöne Momente. Also, in diesem Wohnheim wurden nicht nur Vietnamesen, also Vertragsarbeiter aus Vietnam untergebracht, sondern auch Vertragsarbeiter aus Mosambik und aus Kuba untergebracht. Das heißt, wir teilen gemeinsam mit anderen Vertragsarbeiter aus Mosambik und auch Kuba und ganz am Anfang sogar Algerier noch in diesem Haus, die haben gewohnt, diese Wohnheim. Um da reinzukommen, brauchen wir Ausweis. Das bedeutet, wir bekommen einen Hafenpersonalausweis. Ich weiß noch natürlich mit meinem Bild und mit meinem Namen, aber ich habe immer eine Nummer. Das ist H7449. Ich glaube ja, so in der Drehung. Vielleicht kann sein, dass ich die Zahl gedreht habe. Und der Pförtner, um in unser eigenes Zimmer reinzukommen, müssen wir durch einen Pförtner. Das heißt also, entweder kennt uns unser Gesicht ja schon, ist ja klar, das dürfte nur die Vietnamesen rein. Das heißt, wenn du mich besuchen wolltest, dann bedarf es einer Ausnahmegenehmigung. Das heißt, ich muss vorher sagen, dass ich dich denn irgendwie eingeladen habe und das müssen dann Ereignisse oder ein Anlass sein.
Und dann muss ich vor Ort beantragen und dann steht dein Name auch drin und dann, dann darfst du erst rein. Und ab bestimmten Zeit, dann musst du auch wieder raus, weil das ist wirklich nur reines Wohnheim für die Vertragsarbeit des Außenüberseehafen. Wir hatten, ja, irgendwie waren wir unter uns. Das war ja vorher so gewollt und auch so festgeregelt. Da haben wir alles noch nicht gewusst. Wie denn auch, wir kamen ja auch so einem sehr, sehr, sehr streng kontrollierten sozialistischen Land, also Vietnam. Insofern für uns, wir haben einfach nicht hinterfragt. Und wir waren miteinander, irgendwie, ich glaube, ein paar hundert Vietnamesen haben in diesem Haus gewohnt. Das heißt, wird sehr viel zusammengehockt, viel gekocht. Und wir haben im Keller, das ist auch ein Freizeitraum, da können wir dann auch irgendwie Musik proben für Nationalfeiertag Vietnams zum Beispiel oder für den 1. Mai, da mussten wir auch damals auch marschieren gehen. Und ja, da weiß ich noch, da kriege ich noch eine papierrote Nelke dann noch verteilt. Ja, also für uns war das, wir haben nichts vermisst. Ist ja klar, also ich habe sehr viel Heimweh, aber in diesem Haus waren wir unter uns. Dann, all andere Dinge wurden uns abgenommen. Zum Beispiel, wenn ich mal missgebaut habe, dann regelt es nicht ich selber, ich sage mal jetzt mit dem Justizbehörde, mit der Polizei, sag mal jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Kaufhalle geklaut hätte. Dann diese Sache klärt es einfach der Gruppenleiter mit den jeweiligen Behörden oder mit, in diesem Fall Überseehafen oder der Parteisekretär oder der Dolmetscher. Aber so direkt, dass ich das mal so meine eigene Stimme erheben konnte, war das nicht vorgesehen und war auch nicht erwünscht. Also wie gesagt, am Tag arbeite ich dann in einem Kindergarten, das heißt auch nicht mehr im Überseehafen. Und die Besuche, die ich abgestattet habe, also in diesem im Sonnenblumenhaus, war das meistens am Wochenende. Ist klar, ich habe schon gesehen, dass es ringsherum ganz viele Menschen irgendwie draußen sich aufhalten. Und, aber wie gesagt, für uns ist es irgendwie auch ein bisschen lebendig, ja, weil, naja, ich komme, wie gesagt, aus einem Land, wo das Leben meistens auf der Straße stattfindet. So richtig mitbekommen habe ich leider auch erst an dem 21. Augustabende, also mitgekriegt. Also ich habe dir erzählt vorhin, dass ich mit meinem Mann damals in einem Saisonlokal betrieben habe. Das bedeutet, die Jugendlichen fahren immer Wochenende dahin und vor allem am Wochenende sind sehr viele Jugendlichen aus überall und kampieren dort. Und ich stand natürlich abends wieder direkt an der Luke. Das ist ein Selbstbedienungs-, also wir haben zwar einen Biergarten, aber auch da auch direkt. Die Leute können direkt an der Luke dann auch so Bier und Getränke kaufen. Und dann kriege ich auch mit, dass sie so rumprallen. Dass sie sagen, boah, heute hat mir richtig viel Spaß gemacht, so die Fidschis zu jagen. Vor allem die Zigarettenmafias. Und im Moment gucke ich hoch, weil ich wusste, also Fidschis, da meinen sie ja natürlich auch mich. Und dann sagen sie zu mir, na, also gegen dich haben wir ja nicht. Du stehst ja hier und arbeitest ja, du verkaufst ja Sachen für uns. Gegen dich haben wir ja nicht. Und ich bin dann, wie gesagt, am Tag dann auch wieder rein und auch mit meiner Tochter, wir das im Kindergarten. Und dann Nachmittag wollte ich dann zurück zu meiner Wohnung und merkte nur, dass es irgendwie sehr, sehr viel Unruhe. Und das habe ich mir auch nicht mehr getraut, rüber zu gehen. So klar, als Mutter. Und vor allem, wenn ich sowas sehe, dass es irgendwie so ein Schlammschlag ist, habe ich mich nicht getraut. Sondern am 26. oder am 27. August bin ich dann da reingegangen. Und sah nur, dass das, ich sag mal, das Haus, das Hochhaus, wo ich am Anfang noch gesagt habe, ich dachte, ich bin jetzt im Paradies, dieses wunderschönes Haus. Dann ist mir so bewusst geworden, und im Moment habe ich mir nur gedacht, oh, wozu die Deutschen wirklich fähig sind. Das war ja alles verkeult, das war alles schwarz. Ich meine, da war alles schön wieder sauber und ordentlich hergerichtet worden, aber direkt an dem Gelände, ja, und an der Treppe sind alles noch schwarz. Und ich kannte einfach diese Bilder. Ich weiß noch, es war in 1973,
war ja, die Amerikaner haben ja einen Vertrag mit uns abgeschlossen. Ich habe so verstanden, weil meine Mutter erzählt ist, haben gesagt, okay, wir versprechen euch, wir werden kein Bomben mehr werfen. Und in der Zeit war mein Vater ja noch im Krieg. Meine Mutter musste allein in Hanoi bleiben und wir, die zwei Kinder, hat sie uns extra dann weit weg untergebracht. Das war ja auch diese Strategie von der vietnamesischen Regierung. Ältere Menschen und Kinder sollen extra weit weg. Falls der Feind den Hauptnerv also von Vietnam treffen, dann haben wir wenigstens noch Nachwuchs und haben wir noch und also sowas. Und dann, sie hat es geglaubt und hat gesagt, okay, dann richte ich jetzt mal unser kleines Zimmer wieder ein und ich hole meine beiden Töchter. Und ich weiß auch, sie hat uns auch geholt und wir standen mit ihr, meine Schwester, sie ist 1,5 Jahre jünger als ich und ich war, wie gesagt, dann, warte mal, ja, knapp 8 Jahre oder 9 Jahre, dann standen wir direkt vor einem riesengroßen Loch und dann sagte sie, ja, das ist unsere, und ich kannte so unsere Wohnung, das heißt, also die Amis, sie sind total feige, sind über Nacht über Vietnam, also über Hanoi geflogen und haben so, mit B-52 haben wir so viele Bomben abgeworfen, da sind etliche Stadtviertel, ist so platt gedrückt worden und solche, ja, das war, also zum einen, also direkt aus dem Großklein, immer diese Rauchenwolke und dann sehr viele Menschen. Ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe ja, wie gesagt, auch ein 3,5, knapp 4-jähriges Kind dabei und ich bin doch nicht lebensmüde und werde es rübergehen, ja. Ich habe gemerkt und mit dieser Meinung teilt auch noch eine andere Vietnamesen, die in diesem Haus waren. Das gab ja, wie gesagt, wir waren Vertragsarbeiter. Das heißt, man hat uns von Anfang an gesagt, wir brauchen nur eure Arbeitskräfte. Nach 5 Jahren sollte aber zurück, weil es sollen neue, frische, energische Arbeitskräfte kommen. Und dann kam die Wende. Dann hieß es auch schon wieder, wo sollen wir, was machen wir jetzt mit den Vietnamesen, die wir ja natürlich jetzt vor der Wende geholt haben. Die DDR existiert nicht mehr. Und dann diese Massenentlassung aus den verschiedenen Betrieben. Das heißt, auch wir haben ja schon gemerkt, dass auf einmal teilweise ehemalige Kolleginnen, die mit uns zusammengearbeitet haben, die sehen uns jetzt mit ganz anderen Augen, die sehen in uns einen Konkurrenten. Und noch dazu, DDR gibt es nicht mehr. Und warum seid ihr immer noch hier? Ich selber habe nie solche Sätze gehört, aber meine Kolleginnen haben das oft gehört, also meine Landsleute haben sie wirklich direkt auch an der Brücke nach Lichtenhagen, das haben sie wirklich erlebt, dass Leute direkt ins Gesicht so auch gesagt haben, wieso bist du immer noch hier? DDR gibt es doch gar nicht mehr. Das heißt, auch wieder dort, unerwünscht, dann Bleiberecht. Ich meine, ich hatte das Glück, ich hatte diesen deutschen Mann. Also für mich war das alles schon geklärt. Ich bleibe für immer hier. Mich kann man nicht mehr abschieben. Aber für die anderen Vietnamesen bedeutet total Unsicherheit. Sie haben keine Arbeit mehr, haben aber irgendwie noch einen Vertrag in der Tasche, können aber nicht zurückgehen, weil dann sind sie hochverschuldet oder aus welchem Grund auch immer. Dann gingen sie das mit, dass sie nirgendwo willkommen. Also sie haben sehr, sehr viel Diskriminierung erfahren müssen. Dann ihr Aufenthalt wird nicht geklärt. Viele sind wieder geflohen und versuchen in Westdeutschland Asyl zu beantragen, weil sie gedacht haben, na gut, dann vielleicht bekommen wir dadurch eher eine Chance, Asyl bleiben zu können. Dann kommt dieser Brandanschlag. Das bedeutet, wir wollen, das war sehr, sehr unangenehm für mich. Ich wollte unsichtbar sein. In dem Moment, also zum einen habe ich ja meine Herkunftskultur schon ein bisschen abgelegt und habe nur gedacht, okay, aber das war, diese Strategie war es leider nicht, also war erfolglos für mich, weil ich kann doch machen, was ich will. Ich bin sowas von sichtbar als Vietnamesin und dann noch dazu, wenn die Gesellschaft dir das sagt, wir werden sogar Gewalt antun und Hauptsache, ihr seid weg hier, ja. Also ich denke, vielleicht ist es auch der Grund, warum ich später doch bei Sinhaung dann ziemlich lange geblieben war und auch mit engagiert.
Ich war nie glücklich mit meinem Beruf. Also ich bin hierher gekommen und habe noch gedacht, okay, ich weiß, dass ich arbeiten muss, aber ich habe noch gedacht, ich kann vielleicht irgendwann auch mal studieren. Und gleich am ersten Tag, das hat man mir aber gesagt, ich soll Köchin werden. Das hat man uns zu Hause in Vietnam nicht gesagt. Also das stand mir drin, 4 Jahre in Überseehafen und ist eher in so Richtung Hotelmanagement. Also eher der Tourismusbereich und Hotelmanagement irgendwie. Und dann hieß es nachher, okay, die Männer stecken wir in den Umschlagsprozess und die Frauen, wir waren damals 21 Frauen, alle sehr, sehr jung. Und anstatt uns als Lagerist werden zu lassen, das heißt irgendwie Säcke abzählen und so, und haben gesagt, okay, sind alle so klein und so zart, dann sollen sie in der Küche arbeiten. Ja, also ich war sehr, sehr traurig und war sehr deprimierend und habe aber dennoch einen Facharbeitervertrag, also Abschluss in der Tasche, sozusagen gelernte Köchin, war aber nie glücklich damit, weil ich wollte mehr, ich habe auch ziemlich sehr, sehr schnell Deutsch gelernt, dann wollte ich auch noch nebenbei die Zeit nutzen, um zu studieren und auch vor der Wende, auch ich weiß nicht mehr, wie der Mensch hieß, aber von der Gewerkschaft, nee, Gewerkschaft vor der Wende, ich weiß gar nicht mehr, diese Abkürzung. Jedenfalls, ich habe auch nochmal nachgefragt, ob ich die Möglichkeit bekomme zum Studieren, weil ich wollte die Zeit nutzen. Und dann hat er mich wirklich angerufen und hat gesagt, ich soll es nicht vergessen, warum ich hier bin, sondern ich soll hier arbeiten und nicht irgendwie noch studieren. Das war sowieso nicht möglich gewesen. Und dann, wie gesagt, mein Mann kam ja auch noch zurück aus dem Westen und hat auch noch eine Gaststätte aufgemacht. Das bedeutet, habe ich gedacht, okay, dann wird wahrscheinlich so sein, dass du ganz ewig in diesem Branche arbeiten musst. Er war aber nicht zufrieden. Und dann bin ich immer so im Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, so eine Arbeitsvermittlerin, ich will so gerne Umschulungsmaßnahmen machen, irgendwas mit der Sprache würde ich sehr, sehr gern machen. Ansonsten auch in der Richtung Steuer- und Finanzbuchhaltung, weil meine Mutter ja so aus der Branche kommt. Dann erzählte sie mir, dass es eine Begegnungsstätte eingerichtet wurde. Und sie sagte, und sie suchen Leute. Und vor allem, sie sprechen sehr gut Deutsch, Frau Kollert, gehen Sie denn mal hin. Und so bin ich hingegangen. Und genau in der Zeit gab es auch die Einstellungsmöglichkeit. Und ich musste mich auch bewerben. Und da war sowohl der Vorsitzende, der Vereinsgründer, also Ting, aber auch einen Geschäftsführer, ein Engländer, Ian Hagnett. Die haben mich genau ausgefragt, ausgequetscht. Und ich hab danach dann das Ja-Wort bekommen. Und da so habe ich angefangen. Und ich werde nie vergessen. Am Anfang habe ich noch gedacht, von Regen in die, also das in der Taufe, weil diese Begegnungsstätte wurde richtig so wie einem China-Restaurant so eingerichtet. Und da habe ich gesagt, oh nein, aber ist egal. Und das ist sowieso, erstmal hast du sowieso nur ein Jahr Vertrag, dann bleibst du erstmal. Aber das hat sich ganz, ganz schnell herausgestellt und das werde ich nie vergessen. Auf einmal, durch diese ganze Arbeit später, dann habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist wirklich wie eine Familie und wie nach Hause kommen. Weil dort auf einmal wurde alles, was vietnamesisch ist, verlangt und begrüßt. Das heißt, man hat zwar gesagt, du sprichst sehr gut Deutsch, wir brauchen dich, aber auf andere Seite, ich bin Vietnamesin, ich sehe auch noch so aus, ich bringe diese Kultur mit, ich bringe diese Sprache mit und ich bringe meine Erfahrung mit und konnte mit dieser bilingualen Sprache, konnte ich Vietnamesen helfen und konnte aber auch, da ich schon sehr gut Deutsch konnte, die internationalen Begegnungen mitgestalten und auch durchzuführen. Und auf einmal aus diesem Ort, das war klar, diese Begegnungsstätte wurde ja nach diesem Ereignis ja gegründet. Und die Hansestadt Rostock hat damals auch gesagt, wir nehmen das einfach so unsere Aufgabe und fördern einfach diese Begegnungsstätte. Das soll ein Ort des Austauschs werden. Und indem die Stadt dann auch sagt, wir
fördern und unterstützen mit Sack- und Mietkosten, aber auch Personalkosten. Und deswegen konnten ja auch in diese Begegnungsstätte auch vietnamesischen Bürger da so arbeiten, das heißt auch ich mit drunter. Auf einmal muss ich nicht mal lügen, muss ich nicht leugnen. Und auf einmal, ich erzähle irgendetwas über Vietnam und das wurde begrüßt, wurde verlangt. Und das war sehr heilig für mich. Und bis dahin habe ich ja wirklich, wie gesagt, meine Herkunftskultur immer versucht abzulegen oder zu leugnen. Und das, ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dann später die Arbeit mit den Jugendlichen. Dann habe ich gemerkt, dass ist wirklich... Ich bin dankbar, dass meine Kollegen, die Gründer, die diesen Verein gegründet haben und auch mit diesem Ziel, wir wollen eine Begegnung Städte eröffnen, wo das Austausch stattfindet. Ich habe sehr oft mit anderen Kollegen Projekttage gemacht oder Schulprojekttag durchgeführt. Das heißt, wir haben dann auch in der Begegnungsstätte Schulklassen von Grundschulschülern bis hin zum Gymnasiatin, aber auch so Azubi. Und meine Erfahrung, vor allem, also so junge Menschen, da denke ich, da sind sie noch ziemlich noch ganz neutral. Aber die paar Projekttage, die ich mit dem Azubi gemacht habe, das war sehr, sehr, sehr prägend für mich. Wir hatten von der Deutschen Post die Auszubildende bei uns. Und dann, natürlich sind das schon junge Männer und junge Frauen, dann kann ich natürlich nicht, was weiß ich, auch, also das gehört auch zu diesem Projekttag, das heißt, diesen halben Tag bei uns, 4 Stunden, dann geht es am Anfang mit einer Einführung, oder ich zeige Ihnen auch so, wie das Land Vietnam so aussieht, aber auch den Film damals mit dem Brandanschlag, das war auch ein Teil dieses Projekttages. Und dann, das wird diskutiert und dann das Projekttag wird dann mit einem gemeinsames Essen, also vietnamesisches Essen, abgerundet. Und in den Räumen der vietnamesischen Begegnungsstätte von dem Verein Sinhaung. Dann wir hatten, also ich hatte einen dabei, der hat die ganze Zeit da gesessen und zum einen hat er so das Essen auch später verweigert, hat es nicht gegessen. Und als ich den Film gezeigt habe, und dann sagte er, naja, ist doch richtig so, weil die Deutschen hocken ja auch nicht so hin. Also das ist ein Film vor dem Sonnenblumenhaus, wo die Roman-Cities also vor dem Haus rumgehockt haben, und er sagt, die Deutschen hocken ja auch nicht so hin. Und das ist auch richtig so, dass es solchen Brandanschlag gibt. Dann habe ich mal versucht zu erklären und dann immer so einen Perspektivwechsel. Dann habe ich gesagt, schau doch mal. Hast du nicht mitgekriegt, wie es ist, als kurz vor dem Mauerfall sind die Ostdeutschen auch über die Mauer geflogen und Asyl auch gesucht bei der deutschen Botschaft in Ungarn und so. Da haben sie bestimmt teilweise auch hingehockt und so. Da konnte er nicht erklären. Und mit anderen Beispielen, zum Beispiel, wo die mit ganz, ganz viel Vorurteile kommen. Und was ich total lustig finde, die Türken. Gegen die Türken haben wir ja was. Aber sie saß, wie gesagt, bei uns in der vietnamesischen Begegnungsstätte. Aber dann wird wieder, wir haben gegen die Türken. Und ich glaube auch in der Zeit, es gab noch gar nicht mehr so türkische Bürger hier in Rostock. Wenn, dann haben sie das so wahrgenommen, die fahren der Mercedes und tragen eine dicke, fette Goldketten und machen unsere Frauen an. Und dann habe ich gedacht, ja, das sind wirklich Vorurteile. Und dann haben sie nie gesprochen über uns. Haben sie nie so richtig gesagt, ja, das tut mir leid oder ja, ist doch richtig so, weil ihr Vietnamesen, ihr seid sowieso so ne, minderwertig oder keine Ahnung was. Für mich sind solche Projekttage, solche Begegnungen immer sehr wertvoll, weil ich glaube, die, auch vor allem die Azubi, die müssen nicht teilnehmen. Die kriegen doch keine Strafe dafür. Aber für mich ist es schon ein riesengroßer Gewinn, dass auch wenn ich es erzähle, dass von diesem Mann, der die ganze Zeit nur da gesessen hat und sagt, ich lehne alles ab. Aber er saß da 4 Stunden lang, hat nicht gegessen. Aber ich denke, für mich ist es, das ist schon sehr viel wert. Das bedeutet,
Er kann aufstehen und weggehen, aber er hört es an. Und er hat es auch die ganze Zeit ausgehalten, indem er auch so Feedback oder aber auch so Widerstände von seinen Mitschülern also bekommen hat. Und das sind für mich wirklich die schönsten Momente. Und vor allem, wenn ich erzählte, wie wir vor der Wende gelebt haben, wie die Vietnamesen, unter welchen Bedingungen und so, da haben sie alles gar nicht gewusst. Und viele haben das auch gar nicht mitgekriegt, wie dieser Brandanschlag, also wie der Brandanschlag so war und auch die Tage in Rostock. Und dann haben sie, manche haben sehr viel Emotionen gezeigt, aber manche hat man auch richtig gemerkt, nach diesem halben Tag bei uns, da brauchen sie, dann sind sie froh, dass sie wieder raus sind, weil da müssen sie erstmal wieder unter sich sein und nochmal erklären und so. Aber das sind für mich die tollen Momente. Ich hatte vorher schon erlebt, vor diesen besagten Tagen, habe ich ja selber persönlich schon erlebt. Und zwar mit der Gaststätte, mit der Eröffnung, dieses Saisonlokal. Wie gesagt, wir haben ja alles gut und haben, was wir haben, haben wir in diesem Lokal reingesteckt. Und das war der erste Tag, war ein Herrentag. Und tagelang davor sind die Leute schon immer rumgelaufen und haben geguckt, so, was wir da so machen. Dann hat sich auch ziemlich schnell rumgesprochen, also ein Deutscher mit einer Thailänderin. Und dann machen sie ja irgendetwas hier im Haus. Dann haben wir dann aufgemacht an dem Tag und der Biergarten war voll. Und die Jugendlichen, das sind 20, 30 in Springerstiefel, die standen draußen, haben ihren selbst mitgebrachten Bier bei sich. Das heißt, sie haben auch nicht reingesetzt im Biergarten, weil deshalb war ja alles voll, immer ringsrum um den Biergarten. Und immer Hitlergruß in meine Richtung und Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Da hat sich niemand aufgestanden und hat mich verteidigt. Ich kann es vielleicht verstehen, dass ich vielleicht, wenn ich selber jetzt als Gast in diesem Biergarten sitzen würde, vielleicht will ich auch einfach nur meinen Tag haben, will ich meine Ruhe haben. Und vielleicht gegenüber diesen 30 halbstarken Jugendlichen will ich auch nicht so lebensmüde sein. Aber das kam keine Reaktion. Und ich war das ein einzige, wirklich sehr sichtbar aussehende Ausländerin. Das habe ich das erlebt. Und dann bei diesem Brandanschlag habe ich auch gemerkt, ist ja klar, ich konnte natürlich auch durch die Filme also dann nochmal gucken. Wenn meine Landsleute, die in diesem Haus waren, erzählt haben, die sind über der Dachluke wieder zum nächsten Haus runtergegangen und haben geklingelt. Und irgendwie zwei oder drei Familien haben nur die Tür aufgemacht oder eine. Und die anderen haben, entweder haben sie die Tür nicht aufgemacht oder haben gesagt, die Wohnung war so klein und so. Und noch dazu, dass draußen einfach die Leute stehen, also ich kannte einfach diese Situation. Das war für mich nicht was Neues und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es wahrscheinlich, ich kann natürlich jetzt zynisch sein und sagen, ja, dann ist es die Mentalität der Deutschen, der Rostocker, kann ich vielleicht sagen, ja. Aber was ich bis heute für mich selber auch nicht erklären könnte, das sind ja Menschen, ne? Das sind ja Menschen in diesem Haus und ich will mir auch gar nicht erst in diese Situation hineinversetzen. Ich musste über der Dachluke sogar noch auf dem Boden irgendwie schleifen, runterzulaufen. Und wissen Sie, also das ist wieder nochmal, zeigt diese Gesellschaft, ihr seid sowas von unerwünscht und auch vor allem Menschen irgendwie nicht mal dritte Klasse. Ja? Und sie haben uns aber geholt. Für die Arbeit waren wir wichtig. Und ich habe keine Ahnung. Hinterher hat man diskutiert, da waren nur 1.000. Und das war die Jugendliche aus dem Westdeutschland. Und das waren die viele nur 3.000. Das nicht über 3, da war keine 5.000. Aber schuld waren immer die anderen. Ja? Und auch wenn man verurteilt, eine direkte persönliche Begegnung. Das Beispiel vorhin mit dem Projekttag. Ja, gegen euch haben wir ja nicht. Aber die Türken, die waren immer nicht da. Die wohnen irgendwo hier in Westdeutschland, ja. Und das ist das, was
ich denke, bis heute bin ich auch total wachsam darüber. Ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber es irgendwie in der Tendenz war denn schon so irgendwie da, dass die Leute erstmal weggucken und auch sich nicht traut, irgendwie den Mund aufzumachen, vielleicht mal aufzustehen. Ich glaube, was ich immer noch Hoffnung dafür immer gehabt habe, und auch mit anderen Vietnamesen auch, ist, Deutschland ist es sehr reich. Aber was uns auch mal sehr, sehr gut gefehlt, ist diese Freiheit, diese Demokratie. Ja? Also man kann immer noch diskutieren und streiten, aber hier könnten wir auch, wenn wir wollen, unsere eigene Meinung denn auch sagen und auch gegenüber den Behörden auch mal was äußern. Und ich glaube, das geht einfach nicht. Also vor allem für mich selbst als Vietnamesin, also als Frau, ich glaube, es wird nicht einfach sein für mich in Vietnam. Und dann noch das so da, meine Arbeit bei dem Verein Sinnung hat mich natürlich auch sehr, sehr stark geprägt, wo ich auf einmal mitgekriegt habe, es gibt wirklich Leute, die gesagt haben, das kennen wir nicht. Und vor allem, wir haben eine Ausstellung auch noch gemacht über ehemalige Vertragsarbeiter. Und wir haben so viele Reaktionen bekommen, vor allem die Leute aus dem Westdeutschland. Die haben gesagt, kannten wir nicht, wussten wir nicht. Wir wussten zwar von der Geschichte, von der Gastarbeitergeschichte, aber von den Vertragsarbeitern aus Vietnam oder so, dass sie irgendwie keine Kinder bekommen dürfen, dass sie so unter welche Bedingungen gelebt haben, wussten wir nicht. Und dann die Begegnungen mit Jugendlichen. Und ich erlebe immer wieder, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wir haben zwar neben euch gelebt, aber da wir so strikt so und streng getrennt untergebracht wurden, war die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, auszutauschen. Das war nicht möglich. Das heißt, wir haben direkt parallel dazu gelebt und existiert und manche Gesichter kannten wir auch, die da unten standen. Das sind unsere Nachbarn, ja. Und dann auf einmal sagen sie, hätten wir es gewusst, dass ihr solche Unterbedingungen gelebt habt, hätten wir. Also das ist immer so, das hätten wir gar nicht gemacht oder das hätten wir vielleicht, was weiß ich, eingemischt. Also das waren sehr, sehr viele Faktoren, die dazu geführt haben. Wir waren auch sehr unsichtbar. Das war überhaupt nicht gern gesehen. Ich weiß auch, ich habe sehr gut Deutsch gesprochen. Das war in der vietnamesischen Gemeinde war nicht gern gesehen. Und vor allem für die Gruppenleitung war das nicht gern gesehen, dass ich sozusagen ein bisschen aus der Reihe tanze. Ich habe immer deutsche Freunde gehabt, also Kolleginnen. Ich bin mit dem auch abends noch sehr gern ausgegangen und irgendwie früh shoppen und sowas, alles so ein Quatsch, habe ich alles mitgemacht. Und das war totale, tolle Momente. Aber das wurde andauernd auch mal so ermahnt und gesagt, denk dran, lehn dich nicht so aus dem Fenster. Das bedeutet, auch die ganz normale Bürger hatten einfach diese Chance nicht, uns kennenzulernen. Und was du nicht kennst und wenn es auch noch sehr fremd ist und auch sehr sichtbar fremd ist, dann ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so irgendwie Angst einlöst. Und noch dazu, die Vietnamesen werden ja auch immer so wahrgenommen. Wir sind natürlich, hat natürlich mit unserer Kultur und mit Erziehung zu tun. Die Erziehung, die sehr, sehr konfessionistisch, also geprägt ist. Das heißt, wir sind immer sehr, ne, immer so steht es so diese höflichen, freundliches Lächeln im Gesicht. Wir sagen nicht, was uns ärgert. Wir sagen nicht, was uns nicht passt. Und wir wehren uns auch nicht. Und so, ich sage bis heute immer noch, Vietnamesen werden in Deutschland immer noch ziemlich freundlich ignoriert. So unsichtbar. Ne? Irgendwie, wir machen auch kein Problem, ne? Zynisch ist ein bisschen. Ja. Der Brandanschlag war ja richtig willkommen, zur richtigen Zeit für die deutsche Asylpolitik. Also ich weiß noch, 1994 bin ich zu diesem Verein gekommen, dann hieß es auf einmal, mindestens 20.000 illegale Vietnamesen müssen abgeschoben werden. Dann gab es ein Rückführungsabkommen zwischen den beiden Ländern. Und dann, man wusste aber nicht, wo gingen denn jetzt 20.000 illegale Vietnamesen her? Weil selbst wenn jemand eine Duldung bekommt oder einen Aufenthaltserlaubnis befristet, dann lebt er aber einfach hier, legal und nicht illegal. Dann Asylgesetz wurde ja verschärft. Ich glaube, in § 16 des Verfassungsschutzes war das so, dass du, wenn du politisch verfolgt bist, dass du hier in Deutschland das Recht hast auf eine Anerkennung. Ich sage jetzt nachhinein so. Ganz, ganz, ganz knapp dargestellt. Aber stattdessen
wurde es noch viel verschärft. Die Bleiberecht-Regelung für die Vietnamesen wurde ja erst mit 1997, also so richtig geklärt. Und der Brandanschlag war 92. Das heißt, auch die Bundesregierung und vor allem hier den Politikern haben sich sehr, sehr lange damit schwer getan. Was machen wir einfach mit dieser Gruppe? Das Boot ist voll in der Zeit, ja, und wir müssen stoppen, weil ansonsten kommen nur noch Wirtschaftsflüchtlinge hierher. Und vor allem die, die wir damals geholt haben, die brauchen wir jetzt doch alles gar nicht mehr, die sollen man alles hier weg, ja. Und noch dazu, das gibt absurde Diskussionen wie, naja, wenn wir den Vietnamesen aber doch die Möglichkeit einräumen, die können auch hier bleiben, dann was machen wir mit deren Jahren? Also zum Beispiel, wenn jemand wie bei mir, die schon seit 8 Jahren hier lebt, ja, aber dann bekomme ich automatisch sofort nach diesem Aufenthaltsrecht sofort einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Nö, macht man nicht. Dann wollte man eigentlich die Jahre, die wir vor der Wende gelebt haben, auch halbieren, so wie die Währungsunion. Also lauter solche absurde Sachen. Das heißt, auch mit der Gruppe Vietnamesen in Deutschland hat die Bundesrepublik ziemlich viel Zeit gelassen und lange, lange gelassen. Und endlich erst 1997 haben die Vietnamesen, die damals vor der Wende geholt wurden, auch endlich einen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Dass auch ab dort konnten sie sagen, jetzt kann ich mich trauen, meine Familie nachzuholen, jetzt kann ich trauen, Familie zu gründen oder Kinder in die Welt zu setzen oder Kinder aus Vietnam zu holen. Und bis dahin nicht. Und wir wurden schon Anfang 80er Jahre nach Deutschland geholt. Aber das wurde überhaupt nicht akzeptiert. Und wenn es so überlegt, bis heute ist es auch so. Deutschland diskutiert immer schon wieder demografischen Wandel. Wir brauchen Facharbeiter, vor allem im Bereich Pflege und medizinischen Bereich, weil Deutschland kann in solche Bereiche nicht mehr abdecken. Und dennoch werden immer noch Politik herausgegeben. Ich will sagen, Deutschland ruht sich den Blick noch ganz, ganz, ganz schön doll auf den hohen Kost. So. Ich glaube, die meisten denken immer noch, dass das geht so weiter und Deutschland hat das Sagen. Ich meine, bei der EU-Finanzkrise, ja, sieht es im Moment so aus, aber sie haben noch nicht auf hier oder so gelernt. Das ist es eigentlich endlich mal akzeptieren, dass sind Menschen seit Jahren hier leben. Und das kann man nicht einfach sagen, so, jetzt brauchen wir euch mal, weil wir ein bisschen Arbeitskräfte brauchen, aber ab morgen, wenn es uns nicht passt, dann geht man wieder und dann seid ihr nicht mehr die herzlich willkommene Gastarbeiter oder Vertragsarbeiter, sondern seid ihr auf einmal so Zigarettenmafia, dann auf einmal seid ihr Schleusebande, auf einmal seid ihr Menschenhandel. Also so wird es andauernd mit Vietnamesen gemacht. Ja? Aber auf einer Seite dann auch wieder mit der Sarrazin-Debatte, dann Bildungserfolge der Vietnamesen, weil der Sarrazin hat uns natürlich wieder zu dem besseren Ausländer gemacht, gegenüber Arabern und gegenüber Türken. Ist toll, ne? Ich wohne seit 1,5 Jahren jetzt in Berlin. Das heißt, also Berlin hat irgendwie 20-25% Migrantenanteil, Rostock 3,9 oder 4%. Das ist eine Sache. Und ich bin auch seit Jahren wirklich in verschiedenen Gremien, also ehrenamtlich aktiv. Und ich lerne sehr, sehr viel Mitstreitern, also auch in anderen Herkunftskulturen, Türkei, Griechenland, Italien, aber auch sehr viele Menschen aus dem Afrika. Das wünsche ich wirklich den Bürgern hier in Rostock, da sie diese Erfahrung noch nicht so oft machen können. Das ist zum Alltag gehört, diese Vielfalt. Dass es Menschen aus unterschiedlichsten Generationen und unterschiedlichen Ethnien hier leben. Das wünsche ich mir wirklich, dieser ein offener Umgang miteinander und vor allem Neugier bei den jungen Menschen. Neugier, bevor sie irgendetwas sagen und nicht einfach aufschnappen. Selbst beim Esstisch von den Eltern, man muss nicht alles übernehmen, was den Eltern sagen, sondern vielleicht sich selbst eigene Meinung machen und Deutschland zu betrachten, vielleicht auch aus Rostock raus. Das ist das Land viel, viel, viel bunter, schon seit Jahren. Mit so vielen Menschen, auch mit Vietnamesen und auch Rostock ist auch so bunt geworden durch auch die Ereignisse. Und ich glaube, das ist für mich viel, viel wichtiger.
und vor allem, dass sie auch engagieren in politischen Einrichtungen. Also wünsche ich mir, das wünsche ich mir nicht nur für die deutschen Jugendlichen, sondern auch vietnamesischen. Wir sagen mittlerweile schon, es gibt ja bei uns auch langsam schon die zweite Generation. Und da haben wir auch gemerkt, also da sind die Menschen, das sind diese Generationen ganz andere. Zum einen, sie sind jung, die sind neugierig und sie werden von Kind auf schon mit der Globalisierung, aber auch so diese Vielfalt also, konfrontiert. Und das ist gang und gäbe und ja, das wünsche ich mir.